In Klagenfurt-Fichtring schwelt seit Jahren ein Konflikt zwischen Anrainern und den Betreibern einer Skistätte. Der Schützen- und Sportverein Sponheim beruft sich auf gültige Bescheide. Die Anrainer fordern vor allem wegen des Lärms ein Ende des Schießens mit Großkaliberwaffen. Die Stadt Klagenfurt versucht nun zu vermitteln. Die Schießstände stehen mitten in einem Waldstück oberhalb der Dreimischer Deiche in Fichtring, seit 45 Jahren. Mittlerweile wird auch mit Großkaliber geschossen, allerdings nicht fürs Fernsehen. Einer der Anrainer hat an einem Wochenende zu Hause die Schüsse festgehalten. Unweit der Schießstätte stehen die ersten Wohnhäuser. Baulandwidmungen gab es trotz der Schießstätte. Die meisten Betroffenen, insgesamt sollen es über 400 Menschen sein, sollen schon vor dem Bau der Schießstätte 1970 dort gelebt haben, hier auf dem Plan orange eingezeichnet. Wir wollen weder irgendwen vertreiben, noch irgendwen da madig machen, aber wir wollen einfach, dass der Lärm weg ist, vor allem im Sinne unserer Kinder, im Sinne des Kurgebietes, wo ja viele Kinder therapiert werden. Also der Lärm hat sich massiv verändert, verstärkt. Gegen Frühjahr mal am Anfang hat man es kaum gemerkt. Und jetzt zwischendurch sind richtige Salben losgeschossen worden. Und das stört dann schon massiv die Ruhe, die Erholung, die Nerven auch. Auch von Problemen mit dem Trinkwasser und dem Boden durch die Bleimunition sprechen die Anrainer. Der Schützenverein weist das als absurd zurück und beruft sich auf den gültigen Bescheid zum Betreiben der Schießanlage. Es sind Fichtring aus Fichtring nach Fichtring zugezogen und die kennen auch die Situation hier mit dem Schießplatz. Mich überrascht es, dass sie mit dieser Vehemenz jetzt gegen den Platz vorgehen. Die Stadt Klagenfurt hat Wasserproben in Auftrag gegeben, bisher ohne Ergebnis. Bodenproben sollen folgen. Sowohl Anrainer als auch Schützenverein haben schon hunderte Unterstützungsunterschriften für sich gesammelt. Die Fronten sind verhärtet. Der zuständige Stadtrat versucht einmal mehr zu vermitteln. Er hat Lärmmessungen in Auftrag gegeben. Die Messungen sind insofern geplant, als dass wir einen Meisterschafts- als auch Trainingsbetrieb nachahmen und hier Messungen vor Ort mit Protokollführung und gleichzeitig bei uns, bei den Anrainern, die über den Lärm klagen, ebenfalls zur gleichen Zeit gemessen wird. Und aus diesen Rückschlüssen wollen wir dann gemeinsam mit dem Land Kärnten, das jetzt damit eingebunden ist, eine dementsprechende Einhausung. Eine Einhausung würde zwischen 100.000 und 500.000 Euro kosten. Ein Großteil des Geldes müsste von der Stadt kommen. Ein Wegziehen kommt für den Schützenverein jedenfalls nicht in Frage.